So, und damit willkommen zu einem neuen Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Heute mal mit einer neuen Linux-Distribution. Ich habe zwar CentOS schon oft genug vorgestellt, aber ich dachte mir, gerade für Einsteiger, die jetzt noch nicht so lange vom Kanal sind oder die gerade neu dazugeschaltet haben, wäre es doch mal gut, hier CentOS Lite kurz vorzustellen. In dem Video behandle ich allerdings die Installation von CentOS 15 Lite. Und nicht das Grundlagenvideo, wo ich aber auch noch ein paar Sachen mit neu einfließen lasse. Ihr könnt auf jeden Fall auf das nächste Video gespannt sein. So, zuallererst mal, wo können wir CentOS herunterladen? Link dazu tue ich euch in die Videobeschreibung übrigens packen, damit ihr das Ganze auch sehen könnt. Und da könnt ihr euch verschiedene ISOs herunterladen. Ich habe jetzt die CentOS 15 Lite runtergeladen, also für Computer, die ja, schwachbrüstig sind, sage ich mal. Und das Ganze basiert hier übrigens auf einem XFCE-Desktop. Sieht man gar nicht mehr viel davon, weil die Entwickler haben sehr, sehr viel eigenes Know-how, sage ich mal, sehr, sehr viel eigene Apps auch dafür geschrieben. Und ich finde das Ganze ziemlich cool. Aber mehr dazu im Grundlagenvideo. Jetzt geht es ins Installationsvideo. Und zwar tun wir, wenn wir die DVD respektive vom USB-Stick gebootet haben, klicken wir auf OK. Das wäre also, dass die Umgebung hier laden. Gibt es als 32 als auch 64-Bit-Version. Übrigens ganz wichtiger Unterschied zu Ubuntu respektive zu anderen Linux-Distributionen, die nur noch 64-Bit fahren. Dann haben wir hier CentOS 15 Install. Da machen wir einen Doppelklick. Und nun können wir die Sprache auswählen. Ich möchte natürlich gerne Deutsch. Hier oben, zack, steht schon hier Willkommen. Und ich klicke auf Weiter. Dann haben wir die Möglichkeit, unser Tastaturlayout einzustellen. Ich möchte es natürlich nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch. Das ist für mich wunderbar in Ordnung so. Sag Weiter. Dann haben wir den Punkt, während CentOS installiert wird, Aktualisierung runterladen. Mache ich jetzt mal aufgrund der Leitung, die ich habe, nicht. Allerdings sage ich hier, kann er gerne die Grafikkarten und WLAN-Treiber, sofern er welche findet, gerne mit installieren. Habe ich damit kein Problem, sage ich gerne, mach das, ist kein Thema. Der Installer ist auf jeden Fall, finde ich, auch für Einsteiger ganz gut geeignet, weil er nimmt jetzt relativ viel Arbeit auch einem ab. Also man könnte natürlich das Ganze konfigurieren, aber gerade für Einsteiger, finde ich zumindest, ist das eine gute Lösung. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht mit dem Installer. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Festplatte löschen und CentOS installieren. Ich meine natürlich, löscht sie nicht, sondern sichert die Daten. Und sonst werden die Daten oder sind sie dann unwiderruflich verloren. Das steht nämlich übrigens auch hier. Und in meinem Fall möchte ich das Ganze gerne hier Festplatte löschen und CentOS installieren. Ich sage jetzt installieren. Jetzt sagt er hier, er legt eine Partition 1 an, also SDA, mit EXT4. Das ist für mich in Ordnung. Wer übrigens ein anderes Dateisystem möchte, muss auf etwas anderes hier klicken und dann die Anleitung folgen. So, Berlin ist für mich in Ordnung und jetzt kommen wir zum Namen. Ich nehme jetzt seit neuestem immer Tux als Benutzernamen. Das ist für mich in Ordnung. Kennwort ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Automatisch anmelden geht für mich von in Ordnung. Und ja, jetzt wird das Ganze kopiert. Das geht natürlich einen kleinen Moment. Das kommt auch ganz natürlich auf euer System an, respektive auf eure SSD oder Festplatte. Wobei ich euch empfehlen würde, solltet ihr noch eine Harddisk haben, macht eine SSD rein, das ist schneller, kostet weniger Strom vor allem und geht nicht so extrem oft kaputt wie jetzt zum Beispiel eine Festplatte. So, nachdem das installiert wurde, können wir sagen, jetzt ausprobieren oder weiter ausprobieren oder neu starten. Ich habe jetzt mal weiter ausprobieren geklickt und tue das Ganze hier nochmal so neu starten. Und zwar hier Restart. Und ihr seht auch schon hier den Screen, nämlich dass das Ganze auf Ubuntu basiert, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Bekommen wir natürlich die Möglichkeit, wenn ihr noch ein Laufwerk habt, würde das jetzt rauskommen. Oder wenn ihr einen USB-Stick habt, könnt ihr einfach Enter drücken, USB-Stick rausziehen und er startet wie gewohnt jetzt von der Harddisk. Das werdet ihr jetzt nämlich gleich sehen. Zorin, finde ich immer wieder cool, diese Animation vom neuen CentOS 15 und zack, ihr seht, er ist so gut wie oben und das bei 2 GB RAM. Das lobe ich mir, dank der SSD. Wie gesagt, das ist hier CentOS.
und Näheres dazu im Grundlagenvideo. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Hinterlass mir noch einen Kommentar. Bis dann und tschüss.